Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit The Witcher 3 Wild Hunt. Die zweite nachvertonte Folge vom Gewinnturnier in Novigrad. Ich lasse ihm ausreden. Trifft im Finale auf Graf Tybalt selbst. Phineas und Gerhard von Riva. Der ist so unsympathisch, dass er den Namen nicht kennt. Du gibst diese Runde also auf? In dem Falle? Nein, ich gebe die Runde nicht auf, verflucht. Ich werde ihn zermalmen, wie eine Laus. Ein gutes Spiel, unsympathischer Typ. Denkt an die Regeln. Keine Magie, kein Streit. Ja. Vor allem das Blöde war, dass man da nicht speichern konnte, aber ich habe im Nachhinein im Internet gelesen. Also der erste Kampf ist relativ normal schwer. Der zweite war sehr schwer. Er hier ist lächerlich, wie ihr gleich sehen werdet. Und das Finale geht so, wenn man weiß, wie. Habe ich dann danach im Internet gesehen, weil ich mir nicht denken konnte, dass das schon alles mit der Quest war. War es halt dann noch nicht. Aber ihr seht, ich kriege hier viel zu viele Wetterkarten. Aber das ist ganz gut, weil klirrende Kälte braucht man gegen den Typen, obwohl er eh nur einen Scheißdeck hat. Ja, das ist, also das Turnier ist nach dieser Folge dann auch zu Ende. Danach werde ich dann wieder normal aufnehmen. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich habe es vergessen. Achso, wegen dem Typen, der sich den Namen nicht merken kann. Wenn ihr Eindruck schinden wollt bei anderen Leuten, die ihr gerade kennengelernt habt, benutzt ihren Namen so oft, wie es geht in dem Gespräch. Denn Menschen stehen darauf, wenn man sich an ihren Namen erinnert, sage ich mal. So, da habe ich meinen eigenen noch mit weggehauen. Und gewinne mit 1. Dann mache ich ja genau dieselbe Kacktaktik. Keine. Hol wieder den Finger raus. Das mit den Einer natürlich. Was mach ich denn da? Messer. Erstmal Volltest auspacken, genau. Ja, und gegen Geralt kann ich nichts machen, deswegen musste ich da jetzt, glaube ich, passen. Ja. Ich habe gepasst. Jetzt hat er aber nur noch 2 Karten. Will den Tretton Mirth. Und da hat er gepasst und hat eigentlich schon verloren. Ich glaube, ich spiele jetzt sogar noch alles. Ja. Ne, musste ich nicht, aber hätte ich eh können. Hat sich nicht viel genommen. Jetzt ist das Lustige, weil die Quest so hoch ist, also sie ist ja ein Level über mir, aber ist ja trotzdem einfach zu hoch. Will der jetzt gegen mich boxen und weil er ein Level höher ist als ich, macht er mich ganz schön lang. Also achtet einfach mal, wie viel Schaden ich nehme. Das Lustige ist, ich glaube, der sollte sogar ein Lappen sein, was den Kampf angeht und ich habe es einfach vercheckt oder zu spät gemerkt. Also hätte ich von Anfang an direkt draufgehauen oder zumindest ein bisschen defensiver gespielt, was ich dann im zweiten Versuch mache. Werdet ihr gleich sehen. Weil ihr seht, er ist immer so ein Stück hinter mir, beziehungsweise wir sind immer auf so einem Level. Aber jetzt beim nächsten Mal, wo er mich trifft. So. Gleich. Müsste es passieren. Da bin ich eigentlich schon fast tot. Da hätte ich ihm jetzt nochmal richtig eine geben können. Oder dann war ich auf einmal wieder voller und krieg aber 2 ins Maul und bin tot. Aber das Gute ist, ich konnte einfach laden. Muss ich dann auch erstmal gucken, ob das überhaupt klappt. Achso. Ja, und er hat halt Stufe Rot, glaube ich. Rot ist eine Herausforderung und Schädel heißt, du bist definitiv tot. Und er ist rot, also 26, 27, 28, alles in dem Levelbereich ist eh zu hoch für mich und Totenkopf ist, daran macht man glaube ich einfach gar keinen Schaden. Sondern aber man kann den Kampf einfach weitermachen und diesmal musste ich ein bisschen defensiver sein. Habe ich geguckt, 4 Schläge sind zu viel, ich glaube ich kann immer 3 machen, deswegen mache ich jetzt auch harte Schläge. Und weiche immer mal aus, weil entweder macht er so einen Haken, genau, und der dauert lange, oder er macht nur so einen ganz leichten Schlag, den da. Und der ist halb so wild. Dann hau ich ihm halt auch mal so einen Haken rein. Aber ihr seht, ach, er ist ja sogar ein Schädel, also er ist viel zu stark für mich, theoretisch. Ach ja, er ist auch Level 27 und nicht 26, sehe ich gerade. Aber ihr seht, er ist eigentlich voll der Lappen, der Elf. So.
So, und weil der, wie heißt denn er, der Turnier-Gastgeber, der Gastgeber, der Endgegner ist, ist ja auch wieder ein bisschen stärker. Gegen den habe ich auch einmal, glaube ich, nur verloren. Ein oder zweimal. Am Anfang wollte ich die Wache rufen, aber... Ja, ja, stand er da die ganze Zeit, ja, und hat sich so die Hände vors Gesicht gehalten. Hand genommen habe. Bitte gesell dich zum Finale zu mir. Ich muss zugeben, dass ich mit diesem Ergebnis nicht gerechnet habe. Tatsächlich habe ich sogar hoch auf einen anderen Spieler gewettet. Ich frage mich, auf wen. Können, dass hier mehrere Spieler, ich glaube, auf einen der männlichen Großen. Und der nicht dieser Boss, also einer der männlichen Adligen. Also weder der Halbling noch Sascha oder der Elf. Oder Halbelf. So, jetzt warte ich, bis der da rumlatscht. Ja, wie gesagt, gegen ihn habe ich ein oder zweimal verloren. Ich glaube, ich habe wirklich nur einmal verloren. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr. So, und da habt ihr gerade den Cut gesehen, weil ich halt gegen ihn verloren habe. Und das ist jetzt logischerweise die Siegerrunde. Fangen wir an. Ja. Das ist aber wirklich ein cooler Typ. Und so schwer war am Ende... Ja doch, ich habe nur einmal verloren, ich weiß auch warum. Deswegen, so schwer war der wirklich nicht. Man braucht hier echt schwache Nahkampfkarten, theoretisch. Aber hier habe ich halt so viele gute Karten und Dijkstra sogar noch gezogen. Und da er jetzt so viel an Nahkämpfer raus hat, gebe ich ihm natürlich Dijkstra. Aber weil er Monster spielt, ist es so, dass er sehr viele mit demselben Angriff kriegt. Weil er zum Beispiel nur Krabbspinnen kriegt und die haben alle 4-4 zum Beispiel, sage ich jetzt mal als Beispiel. Deswegen ist es ziemlich gut, dass ich Willen Trettenmouth auf der Hand habe. Da, Vampire zum Beispiel. 4-4-4-4-4. Und das sind ganz schön viele. Das Ding ist, ich muss... Dijkstra habe ich ihm schon gegeben. Ich muss den Fünfer loswerden. Hat er einen Fünfer-Vampir? Dann werde ich ja nur zwei los. Gut. Aber er hat gepasst, das war sein Fehler. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mache. Achso, ja, weil ich keine wirklich guten Nahkämpfer habe. Ich sehe das hier gerade nur auf einem kleinen Bildschirm. Ich habe ja dann nur noch Bogenschützen insofern. Ich dachte, die ersten Haudegen von Grimfried sind Nahkämpfer, sind es aber gar nicht. Nun, einen Haudegen spiele ich jetzt. Weil, hier, wie hieß er nochmal? Detmold? Der Kairan war am Ende, glaube ich, das Einzige, was wirklich gefährlich war. Aber ich habe ja drei Helden auf der Hand. Da den zweiten Spiel... Achso, das habe ich gemacht, damit ich meine Ballisten und... Nicht Ballisten. Mein Tribok und meinen Belagerungsturm beschützen kann. Genau. So, Imlirit. Also er hat schon ein ziemlich geiles Deck, muss ich schon sagen. Aber ich habe halt kein Monster... Ich habe von den anderen dreien habe ich kein gutes Deck. Weder Monster noch die anderen zwei, also hier Nilfgaard und Skoyatel, habe ich nur Scheißkarten. Das hier ist das einzige Deck, was irgendwie was kann bei mir. So, und ich spare mir natürlich jetzt noch meinen Volltest, weil sonst kann er mir mit einer guten Karte 2-12er weghauen. Ihr seht, ich gehe mal hinterher und da habe ich geguckt, er hat nur noch zwei Karten und er hat gutes Wetter. Also hätte ich jetzt nur Frost gehabt, hätte ich eh verloren. Und mit einer Karte könnt ihr jetzt maximal 20 machen. Sprich, ich habe definitiv gewonnen. Und ich glaube, in dem Deck kann er sowieso nicht 20. So, jetzt ist er immer noch nicht, aber er kann immer noch 20 machen. Ne, jetzt kann er sogar mehr als 20. Hier wäre es jetzt nochmal knapp geworden. Hat er sogar Willen Trettenmouth, aber damit kann er... Doch, kann er. Dijkstra kann er wegmachen. Aber er hat noch einmal gutes Wetter. Also, wenn er jetzt noch einmal die perfekte Karte, weil ich glaube, das geht nur bei dem Skyteil. Der 10er Bogenschütze, der noch was wiederbeleben kann, so, und nochmal 10er Bogenschütze. Mittlerweile werden auch bei GOG Galaxy die Achievements in-game angezeigt. Das Geld ist weg. So, und das hier mit das Geld ist weg und die Wache wurde erstochen, das kommt immer, wenn das Turnier zu Ende ist. Also, ob man nun mitgespielt hat oder ob man verloren hat oder auch nicht oder ob man mit ihr. Jeder, den Handel eingegangen muss sich durchsuchen lassen. Aber wenn man die Quest machen will, muss man mit ihr den Handel eingehen. Denn sie fragt einen jetzt. Moment. Bevor du fragst, ich war's nicht. Dachte ich mir. Die Welt, so, sie war's nämlich nicht. Ist unerwartet, aber unsere Abmachung steht. Wir müssen zusammen versuchen. So, wenn man ihre Abmachung nicht annimmt, ist die Quest vorbei. Man kann das Turnier noch weitermachen. So geht die Quest aber weiter. Und wenn man jetzt hier nicht ihr zustimmt, kommt man trotzdem nicht weiter.
So, und hier geht dann die Quest weiter und die habe ich dann Schluss gemacht. Also die Folge endet gleich, denn das ist ja jetzt wieder eine normale Quest und die müssen wir weiter. Ich weiß ja nicht, ob ich die schaffe, weil wenn man da noch kämpfen muss, ist sie natürlich zu hoch. Dann muss ich sie ein bisschen später machen. Was macht eigentlich die Wunde von neulich? Und woher sie seine Wunde kennt, weiß ich nicht. Also ich kenne jetzt die nächsten 2-3 Minuten schon, aber viel passiert da nicht. Deswegen hier habe ich gleich pausiert und das war's mit dem Gün-Turnier. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.